Stunde. Immer lieber die hier. Diese verfickte Drohne. Erledigt. Eine Pistole gegen den Supersoldaten, gute Idee. Gegen zwei Supersoldaten. Keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Auch keine Munition mehr. Ich hab nix. Ich könnte nur mit Axt kämpfen. Was soll denn der Scheiß? Warum bin ich überhaupt hier? Warum nicht zu Hause? Bei dir, Anya. Oh nein. So eine Scheiße. Festung bei den Nazis. Wir sind am Arsch. Und sie haben unseren Anzug. Gute Arbeit, Männer. Wir sind noch mehr am Arsch. Oh nein, nicht den Ring. Oh, wie schön. Wirklich? Waffen haben wir wahrscheinlich auch keine mehr. Blaskowitz! Also ehrlich? War sie es nicht. Wollen Sie mich lieben und ehren? Bis dass der Tod uns scheidet? Auf gar keinen Fall. Möchten Sie die Braut jetzt küssen? Nur über meine Leiche. Aber nicht für eine Hochzeit. Schicken wir ihn schlaf. Jawohl. Sie müssen sich jetzt ausruhen. Während ich alles vorbereite. Ach du Scheiße. Meine Damen und Herren, wir haben ihn! Ach du Scheiße. Du hast meinen Sohn getötet! Er hat meinen Sohn getötet! Ruhig! Ganz ruhig! Hinsetzen! Setzen Sie sich hin! Eine geile Scheiße. Alles nur Show. Und ich bin die Hauptattraktion. Nein, 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 sag ich. Sie müssen mich zu meinem Mandanten lassen. Sehen Sie das? Lesen Sie. Ich darf mich vertraulich mit meinem Mandanten beraten. Soll ich den Richter anrufen? Dann stehen Sie morgen auf der Straße. Also darf ich jetzt zu meinem Mandanten oder wollen Sie es darauf ankommen lassen? Was soll das? Nehmen Sie die Kapuze ab! Sofort, Sie Wichser! Ach, kommen Sie!
Wie soll er mit mir reden, wenn er dieses Ding im Gesicht hat? Nicht mein Problem, das bleibt drauf. Meine Güte! Dürfen wir ein bisschen Privatsphäre haben? Okay, was für ein Ding habe ich im Gesicht? Oh, Sie sehen scheiße aus, Mann. Verdammt! Als ob Sie bald abnippeln. Wirklich, steht Ihnen nicht gut. So sehe ich auch im Feuer aus. Aber hören Sie zu, die Verhandlung ist in ein paar Wochen. Danach wird man Sie hinrichten. Die werden die ganze Farce weltweit im Fernsehen bringen. Müssen hier irgendwie rauskommen. Der Scheiß wird aber so nicht laufen, da wir Sie verdammt nochmal hier rausholen werden. Und zwar jetzt. Bestimmt nicht auf dem Rechtsweg sein. Denn die Sicherheitsvorkehrungen sind extrem, aber wir müssen es wagen. Okay? Echt? Was bleibt mir wohl? Unglaublich, was ich alles tun musste, um hier reinzukommen, obwohl ich hier verfickter Anwalt bin. Ich bin wirklich angepisst. Aber hey, ich will so tun, als hätten sie mich angegriffen. Und wenn die Kackwache reinkommt und sie sucht, schleiche ich mich an und ramme ihm das kleine Schätzchen hier direkt in den Schädel. Ich nehme seine Schlüssel und seine Waffe und dann hole ich sie zum Aufzug. Niete alles um, was unterwegs auftaucht. Dann runter zur Garage, wo Bombarde, Anja und die anderen mit dem Fluchtwagen warten. Okay? Da kann ja nichts schief gehen. Möge die Freakshow beginnen. Ja, und wieso das? Scheiße. Das tut so weh. Da. Sie haben ja keine Ahnung. Was hast du erwartet? Ich ziehe Ihnen das Scheißding ab. Okay. Sobald wir draußen sind, kommt die Verfolgungsjagd. Ein Kugelhagel. Was zum Henker? Verdammte Panzer. Wir aber haben ein Ass im Ärmel. Wenn wir so weit kommen. Was zum Henker? Was? Ich hab doch keine Waffen, ich hab nichts, ich hab. Der Weg zu der Garage. Ich bin hier gefesselt an den Stuhl, was soll das? Machen Sie die Tür auf! Er hat mich angegriffen, Mann! Was soll da werden? Die Nase gebrochen ist, dann durch diese Tür entkommen! Dieser verdammte Terrorpilli, er läuft frei herum! Zurück! Und er hatte Hilfe! Sie kamen durch diese Tür und haben ihn geholt! Das war ein außerirdischer Mann! Na, sehr toll. Ich hab ja gesagt, da kann nichts schief gehen mit dem Plan. Oh, Müllermann, die haben Talent. Die sollten vorsprechen und zum Film gehen. Guter Schuss, General. Fantastischer Plan. Der zuckt noch. Und wie können wir zuschauen? Können nichts machen. Der war schon tot, als er das Gebäude betreten hat. Seeschwein. Die Sau. Tapferer kleiner Liebling, ich bin dein, du bist mein Liebling, du Liebling. Große Güte. Mund aufmachen. Auf gar keinen Fall. Los. Aufmachen. Genau so. Was zum Fick hat die? Wie schmeckt das? Missgeburt vor. Wie schmeckt das Schießpulver der Kugel, die ihren Freund getötet hat? Wie fühlt sich das an? Sag du es mir. Magst du den Geschmack? Oh, hören Sie das? Das ist meine Truppe, die ihre Freunde in der Garage angreift. Sie langweilen mich. Ich werde jetzt dort unten meinen Spaß haben. Anja. Meine Familie. Und ich werde jeden einzelnen rächen. Wochen vergehen. Oder mehr. Ich schwinde dahin. Und ich bete für das Ende. Wegen Diebstahls, Zerstörung diversen Eigentums, Tribunal. Unterstützung des Feindes, Folter, Terrorismus mit Atomwaffen im In- und Ausland, Hochverrat und grausamer Morde in tausenden Fällen, wurden Sie schuldig gesprochen, William Joseph Blaskowitsch. Selbst Männer wie ich,
blicken dem wahren Bösen nur selbst ins Antlitz. Wenn ich Waffe hätte, würde ich abdrücken. Und es schmerzt mich, dass ich sie nur zu etwas so Banalem wie der Todesstrafe verurteilen kann. Tod, Herr Blaskowitsch! Der schnelle, reine Tod! Gerichtsdiener! Kampf im Gerichtssaal. Fantastisch. Munition und so. Ich brauche Munition. Sie gerne alle töten. Und dafür reicht die Munition nicht. Ich hoffe, es kommt keiner von links oder rechts. Okay, da kommt jemand. Ich hab keine Munition mehr. Aufstehen. Munition sammeln. Hier. Kommt von der Seite. Ach, was soll ich denn hier machen? Granate. Hier ist Panzer. Wo komme ich hier überhaupt raus? Keine Munition. Heilung. Sagt so. Das hat wenig mit Gerechtigkeit zu tun. Wie lange hält der denn aus hier? Vielleicht das sind nicht mehrere. Vielleicht da. Oh Scheiße. Oh Kacke. Munition. Oh Kacke. Wie soll ich denn ohne Munition schießen? Munition, Munition. Sehr schön. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Munition.
Sorry, das musste sein. Ich brauche mal Heilung hier. Das ist schlecht. Na toll. Kein Checkpoint hier. Du willst nicht verarschen. Alter. Ich hab keine Munition. Hab chronisch zu wenig Munition. Hier. Alter Schwede. Heilung hier. Scheiße, wo bin ich jetzt hier reingerannt? Heilung. Und der große, der schnelle hier. Heilung bräuchte ich hier mal. Scheiße. Ein bisschen Heilung. Wo soll ich eigentlich hin? Ein bisschen Panzer hier. Munition. Scheiße, Mann. Warum lebt der noch? Nachladen. Sind sehr viele hier. Munition. Dürfte jetzt wieder viele haben. Noch Nachschub oder? Heilung. Momentan ist relativ ruhig hier. Nächste. What the fuck? Geh da unten. Ist nicht so effektiv.
Scheiße. Panzerung. Oh, da muss ich hin. Jetzt öffnen. In der Zwangsjacke haben sie mich gesteckt. Mama? Oh, mein Sohn. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Oh, Billy. Im Leben passiert so viel Unerwartetes. Fröhliche Dinge und Dinge, die einem das Herz brechen. Ich war nicht da, als es nötig war. Ich ließ dich im Stich. Es tat so weh, Billy. Als du gingst, war es, als würde man mir das Herz rausreißen. Aber alle Not endet auch wieder. Weißt du das? Vieles davon ist unvermeidlich. Ich musste da bleiben, damit du gehen konntest. Und jetzt hast du Probleme. Mach dir keine Sorgen. Meine Probleme sind vorbei, mein Sohn. Ich will da nicht mehr rausgehen. Ich kann das nicht mehr. Du bist stark, Billy. Wir sind Überlebenskünstler. Wir kämpfen auch dann, wenn wir nicht wissen, wie. Du bist eben mein Sohn. Ich bekomme Zwillinge, Mama. Noch nicht geboren. Ich will sie sehen. Ich will, dass du sie siehst. Du fehlst mir. Wir werden zusammen sein. Bald. Du musst nur noch eine letzte Prüfung bestehen. Ach du Scheiße. Gerichtsdiener! Als ob. Das Ganze nochmal vorn oder was? Warmer Mantel der Tagträume. Gestohlen. Von kalten Winden der Wirklichkeit. Das haben alles nur geträumt. Na toll. Hier wird's bestimmt besser, uns hier rauszukämpfen. Wird's bestimmt leichter. Festgenommen. Im Rahmen einer Razzia fand man ihn in einem Bauernhaus außerhalb von Dallas. Mit einem schnellen Einsatz ohne Todesopfer. Und jetzt erfährt dieser gefährliche Kriminelle von Abraham Lincoln die Gerechtigkeit, Fazit zu sprechen, Zahlungsopfer verwehrt hat. Wir können es nicht noch, wir können es noch nicht nachgeben, bis der Krieg gewonnen ist. Ihr habt ihn doch schon längst gewonnen, ihr Schweine. Victoria! Wir wären ein Traumpaar gewesen. Liebster, sie brechen mir das Herz. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Ich kann mich nicht wehren. Okay. Tod, Ende aus, vorbei. Okay, wie zum Maker. Okay, Spiel vorbei. Das wird tot. The End.
condescending. Your goal is never ending. We don't want nothing, not a thing from you. Alle auf Position. Er kommt. What the fuck? Seien Sie bereit. Wir haben weniger als 7 Sekunden. Achtung. Fertig. Fertig. Max, Bombarde. Jetzt. Anja, jetzt. Schnell. Wir haben nur 3 Sekunden. Wir müssen unbedingt wieder Blut in sein Gehirn kriegen. Sonst stirbt er. 3 Sekunden sind doch inzwischen vorbei. Lebt er noch? Antworten Sie, lebt er noch? Ich fürchte, es ist zu spät. Oh nein. Nein. Gehirnaktivität. Na toll. Ja, er lebt. Es ist eine reine Maschine. Wow, Mann. Das ist sowas von abgefahren, Seth. Max, halt! Max hat recht. Wir sollten verschwinden. Ist er bereit für den Transport? Alter Schwede. Oh, er ist tot. Scheiße. Sven kommt jetzt zum Roboter. Nur noch den Kopf. Da. Nur noch das Hirn. Da! Er ist wach! Heilige Scheiße! Der Gott der unsterblichen Weltraumfische schwimmt in seinem Aquarium! Es lebe der Weltraumfisch! Herr Blaskowitsch! What the fuck? Können Sie mich hören? Ah, gut, also folgendes. Vor einiger Zeit hat Caroline diesen neuesten, biotechnisch erstellten Maschinensoldatenkörper erbeutet. Sehr, sehr beeindruckendes Exemplar. Anja, zeigen Sie es ihm. Gut, William. Seth wird das hier anbringen und verbindet so den Kopf mit deinem neuen Körper. Leute, bitte, ich bin nicht mit der Jüngsten. Meine Familie. Also. Ach du Scheiße. Kopf mit dem Körper. Hier, nochmal die Änderung. Die wir im Einsatz bergen schon mal geschafft hat. Nichts davon funktioniert. Aber ich habe genug Material, um eines der Geräte zu reparieren. Sie müssen entscheiden, welches Sie nehmen. Zwinkern Sie einmal für das hier, zweimal für das in der Mitte und dreimal für das dort drüben. Bitte, was ist das? Schlachtenläufer. Donnerfäuste, Pelfenglote. Schlachtenläufer, was zum Henker soll das sein? Donnerfäuste, Pelfenglote. Okay, Junge, was gefällt Ihnen am besten? Donnerfäuste klingen am spannendsten. Da hauen wir ordentlich drauf. Donnerfäust, ach, können wir uns angucken. Metallenes Verstärkungsgestell, das deine Armgelenke, Ellenbogen und Schultern stabilisiert. Mit Donnerfäusten kannst du Hindernisse wegrammen, Türen und Kisten zerschlagen, Gegner niederschlagen. Donnerfäuste aktivieren sich beim Sprinten. Gucken wir weiter. Nee, das ist. Zurück zur Auswahl. Python oder Python-Gurte. Die Python-Gurte komprimieren deinen Oberkörper und ermöglichen dir so sehr schmale Räume zu durchqueren. Wenn du sie benutzt, kannst du jedoch nicht atmen. Bei längerer Benutzung erleidest du Schaden und stirbst schließlich aufgrund von Sauerstoffmangel. Das klingt ja nicht gut. Python-Gurte aktivieren sich automatisch, wenn du geduckt bist und sie eingesetzt werden können. Das klingt nach einer blöden Idee. Schlachtenläufer. Ein mechanisches Actuator-System, das an deinen Beinen montiert und bei Bedarf aktiviert wird. Sobald es aktiviert wird, fahren mechanische Stützen aus, sodass du neue Bereiche erreichen kannst. Vertikale Deckung nutzen und andere taktisch vorteilhafte Positionen einnehmen kannst. Du
Drücke zweimal die Springtaste, um den Schlachtenläufer zu aktivieren. Das klingt gut, aber herrlich dämlich. Ich finde, das Beste ist immer noch das hier. Donnerfäuste. Die wird sich beim Springen. Guck mal, wirklich, das ist mit Karacho durch. Nehmen wir das. Okay, Junge, dann mal an die Arbeit. Ich sediere sie jetzt. Bis gleich. Okay.